Ja, hallo, willkommen zurück zu einem weiteren Amiga CD 32 Let's Play. Und zwar schauen wir uns heute ein ziemlich aktuelles Spiel an aus dem Jahre 2032, 23, Gott. Ja, Real Shoot 3, Proxima. Es ist ein Horizontal-Shooter. Und ich habe quasi die CD-Version. Sie lässt sich installieren. Funktioniert auf dem Amiga CD 32, auf dem Amiga 1200. Ja. Und ich nutze das auch mit dem Emulator WinUAE. Binde mal kurz die CD ein. Und ja, dann starten wir einfach mal. Ich sage einfach mal viel Freude beim Zuschauen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ob wir es überhaupt können oder auch nicht. Schauen wir mal. Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass aktuell immer noch Spiele für das Gerät rauskommen. Hat ja das Gerät ein kleines Hängerchen. Spieleschreiber. Wunderbärchen, es funktioniert. Ich habe es mal im Vorfeld schon mal ganz kurz getestet. Die Musik ist auch wirklich gut. Ja, die Highscore. Tap to Fire. Okay, was können wir einstellen? Die Musik, die Sounds, Effekte und die Schwierigkeit. Difficult, hard. Okay. Easy und hart. Ja, okay, wir starten einfach mal mit Easy und schauen, wohin die Reise führt. Stage 1. Er lädt, er lädt. Jo, es geht los. Max. Ich glaube, das Maximum an Waffenkapazität habe ich erreicht. Nein, das Ding wollte ich aufsammeln. Nein, nein, nein. Shit, ich habe alle meine Waffen verloren, okay. Es wird angezeigt, von wo aus jetzt die Gegner anmarschieren. Sehr gut. Wave, next alert, okay. Oh! Jo! Das war's, ehrlich jetzt. Highscore, ja, cool. Ja, so schnell bin ich platt. Unglaublich, okay. Was machen wir hier? Wampi.
Okay, Platz 10, nicht gut. Ja, wir starten es auf jeden Fall noch einmal. Das war jetzt nicht wirklich weit. Ja, Real Shoot 3 Proxima für das Amiga CD32 und den Amiga 1200. Speed up. So, jetzt aber ja. Muss jetzt auf jeden Fall besser gehen. Da haben wir einen Boost. Nein, da komme ich nicht hin. Doch, komme ich hin. Das heutzutage auf einem Amiga unglaublich. Bin immer noch geflasht. Warum geht er mal kaputt jetzt hier? Oh, nein, 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 Scheiße! Ja, jetzt habe ich wieder Munition verloren. Nicht sehr gut. Oh, 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 oh. Ach, shit. Und wieder was verloren. Ey, ey, ey. Nein, 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 nein. Ja, schade, schade. Auf jeden Fall, alle guten Dinge sind drei. Highscore. Wir sind auf jeden Fall weiter als Platz 10. Schade, schade. Platz 9 gelandet. Die Schwierigkeit brauche ich, glaube ich, nicht zu erhöhen. Hardcore werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Eieiei. Wirklich nicht einfach. Aber ein echt geiles Game. Es macht Laune. Boost. Soundeffekte sind der Knaller, ey. Wenn man die Leute trifft, also die Gegner trifft, ist das echt cool, ey. Sehr beeindruckend. Boah, Junge, Junge, Junge. Ab dafür, ab dafür. Max, Max, geile Nummer, nein, Scheiße. Na, jetzt habe ich es vorbei. Jetzt ist es vorbei. War ich da voll rein hier? Ja, die Asteroiden von der Seite, ziemlich schlecht.
Wenn man dann Fehler macht, ey, ist man sofort platt. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ich will wenigstens das erste Level durchschaffen. Es macht süchtig, auf jeden Fall. Oh, gar keine Zeit mehr hier. Die kleinen Dinger sind übel, finde ich. Das Coole ist, ich spiele das mit dem Competition, Quatsch, mit dem Microsoft hier, mit Microsoft Gamepad. Und ich habe kein Dauerfeuer, ja, also das ist wohl so programmiert, dass man, ja, wenn man halt schnell hintereinander drückt, kann man so ballern. Ach Gott, ey. Mann, was ist denn los jetzt, ey? Jetzt machen die mich wieder, ich komme wieder nicht weiter, ey. Mann, ey. Aber wir sind auf jeden Fall durch. Nein, Alter, nein, nein. Ei, 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 ei. Du kannst gehen. Highscore. Ich komme auf jeden Fall dem Ziel immer, immer näher. Ja, muss man sich echt durchfuchsen, ey. Echt durchfuchsen. Nicht ohne. Ja, Real Shoot 3. Es gibt noch einen ersten und zweiten Teil und ich denke mal, die werde ich mir auch bei Gelegenheit mal zulegen. Das Spiel kostet aktuell 30 Euro und ich finde, das ist wirklich jeden Cent wert. Vor allen Dingen hat das einen echt coolen Nostalgiefaktor. Ja. Ich kann es wirklich jedem wärmstens ans Herz legen, der ganz gerne, ja, so Spiele mag. Dreimal kann man, glaube ich, getroffen werden, dann ist man platt. Nein, ey, was ist denn los? Ey? Warum bin ich so nervös?
Alarm. War dann sogar nach oben, ey. Ach, schade, schade, schade. Mein Gott. Ja gut, ich werde es noch einmal versuchen. Muss doch machbar sein. Vor allen Dingen kam ich eben zum Endgegner beim allerersten Mal und jetzt auf einmal nicht. Ey. Sehr, sehr komisch. Gut. Das letzte Spielchen lübt. Speed up weapons. Ich wurde erwischt. Und ich wurde wieder erwischt. Das wird's, komme ich nicht mehr durch. Ich bin durch, aber hier gibt's einen Boost. Nein, ey, was fall ich da rein? Okay. Ach, ich will's noch einmal machen. Noch einmal, ey. 100 Mal hier. Das kann nicht wahr sein. Ich komme nicht durch, ey. Komm, ein allerletztes Mal. Ich weiß nämlich auch nicht, wie das dann später aussieht, ob man das jedes Mal von vorne starten muss oder ob es da ein Passwort gibt, um dann quasi im nächsten Level weiterzumachen. War klar. Ja.
Leute, es gibt's. Ja, es gibt den Endgegner jetzt. Komm, bitte, bitte nicht erwischen, nicht erwischen, nicht. Ach, Scheibenkleister, cool, das kann nicht wahr sein. Nee, ja, aber okay, wir haben den Endgegner gesehen. Oh, schade, schade. Ja, okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf YouTube gibt es auf jeden Fall, denke ich mal, ein Longplay zu dem Spiel, wenn ich meine. Jo, wir sind auf jeden Fall auf Platz 8 gelandet, was schon mal sehr gut ist. Ja, ich danke erstmal fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Amiga Let's Play.